Heute wurde das Gutachten zu den Auswirkungen eines möglichen Nationalparks im Nordschwarzwald vorgestellt. Zu welchem Ergebnis kommt das Gutachten? Das Gutachten kommt zum Ergebnis, der Nationalpark ist gut für den Naturschutz, er stärkt die Region und gibt auch einen Impuls für den Tourismus in der Region. Also es liegt ganz auf der Linie, wie wir vermutet haben. Ein Nationalpark ist ein wichtiges Projekt für Baden-Württemberg und für die ganze Region dort. Ein Nationalpark macht also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn? Ja, das ist das Schöne an der Sache, dass es sowohl ökologisch, also naturschutzfachlich von großer Bedeutung ist, aber auch für die Region Nordschwarzwald einen sehr wichtigen Impuls setzt und die Identität dieser Region stärken kann. Kritiker des Nationalparks befürchten vor allem Nachteile für die Holzindustrie. Sind die Sorgen berechtigt? Die Sorgen sind unberechtigt, denn das betrifft die Holzindustrie ganz wenig. Ja. Aber selbst die, die es betrifft, wird davon gar nicht betroffen sein, denn wir sichern ihnen die Holzmengen zu aus anderen Wäldern, die sie bisher aus dem Nationalparkgebiet auch hatten. Also für die Holzwirtschaft ist es ganz neutral. Wie geht es jetzt in Sachen Nationalpark weiter? Ja, das Kabinett wird dem Minister den Auftrag erteilen, das Projekt jetzt anzugehen, ja, zu überlegen, wie sieht das Gebiet, in dem der Nationalpark errichtet werden soll, aus. Und es finden jetzt noch Diskussionsveranstaltungen der Region statt. Und wenn die positiv verlaufen, dann werden wir in das Gesetzgebungsverfahren gehen.